In Hagen brennt die Produktionshalle eines Unternehmens in Alpe. Nina Warner, Türen und Fenster geschlossen halten. Die dunklen Rauchschwaden sind in weiten Teilen der Stadt am Himmel zu sehen. In Hagen, im Stadtteil Alpe, ist derzeit eine Großfeuerwehr im Einsatz. Dort brennt ein Teil einer Produktionshalle. Die Kollegen sind schon vor Ort, bestätigt Feuerwehrsprecher Dennis Hof auf Nachfrage. Nach Angaben der Redaktion hat sich das Feuer bereits auf ein weiteres Gebäude ausgebreitet. Die Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen mit aller Kraft, um ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort, in der Alperstraße. In diesem Bereich kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Straße ist gesperrt. Auch die benachbarte Bahnstrecke Richtung Wolmetal ist betroffen. Laut Feuerwehr soll der Bereich umgangen werden. Betroffen soll die Halle des Hagener Traditionsunternehmens Rudolf Raffelnboll Stahlwarenfabrik sein. Das 1902 gegründete Unternehmen stellt Artikel aus Federstahl her. Sie ist Zulieferer der Automobil-, Zuliefer- und Elektroindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus.